Jetzt wird es rasant. Freut euch auf ein tolles Fahrgestell, sexy Kurven und jede Menge Power. Die Rede ist von Simone Stelzer und einem sehr, sehr coolen Flitzer. Carsharing ist ein Trend, der den Verkehr vor allem in Städten nachhaltig beeinflusst. Jetzt gibt es mit eLoop ein innovatives Mobility-Startup. Die C&P Immobilien AG investiert in dieses grüne Carsharing, da ihnen ökologische und soziale Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Die visionären Ansätze der eLoop Gründer haben uns sehr schnell überzeugt und die grundsätzliche Idee, Carsharing in Kombination mit Elektromobilität zu verbinden, hören sich vielversprechend an und werden auch die Zukunft in der Mobilität sein. Und damit haben sie uns sehr schnell überzeugt gehabt und wir sind froh, Teil dieser Investmentmöglichkeit zu sein. Ich bin heute bei C&P Immobilien zu Gast, um mich über das neue System von eLoop genauer zu informieren. Und damit ich ganz genau Bescheid weiß, werde ich mich auch gleich in so ein E-Auto setzen. Auch für Schlagerstar Simone Stelzer ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Und aus diesem Grund schaut sie sich das neue E-Auto und die App dazu genauer an. In der App kann man leicht erkennen, wo sich das nächste Auto befindet, wie groß die Reichweite ist und wie viel die Fahrt kostet. eLoop ist eine sehr leicht anzuwendende App, über die man kurz- oder auch langfristig die Elektroautos anmieten kann. Und je nachdem, wie lange man diese Autos nutzt, passt sich auch der Preis bestmöglich und günstig an. Simone testet den Anbieter auf Herz und Nieren und cruist mit einem Tesla Modell 3 leise und emissionslos durch Wien. Ihr erstes Ziel ist der Kirschblütenpark. Bei diesem Projekt im 22. Wiener Gemeindebezirk werden Nachhaltigkeit und die Bedürfnisse der Bewohner großgeschrieben. Nachhaltigkeit ist auch bei Immobilienprojekten ein wichtiges Thema. Wir sind hier beim Projekt Blum 22 am Kirschblütenpark in der Donaustadt. Hier wurden unter anderem hochinnovative Wärme- und Kühlsysteme verbaut. Mir sind die Ansätze zur Nachhaltigkeit in jedem Bereich eigentlich wichtig. Beim Essen, beim Wohnen und natürlich auch beim Autofahren. Und mit dem Auto geht's gleich weiter zum Genochplatz. Auch hier entsteht ein nachhaltiges Wohnbauprojekt der Zukunft. Der Trend in der Mobilität, ähnlich wie auch im Wohnbereich, geht in Richtung des Nutzens statt Besitzens. Viele junge Menschen wollen gar kein Auto mehr besitzen, sondern wollen einfach nur eins zur Verfügung haben, wenn sie eins brauchen. Genau aus diesem Grund beschäftigen wir uns bei der C&B mit innovativen Ansätzen für das Wohnen in der Zukunft. Die Elektroautos sind ganz klar auf dem Vormarsch. Und mit diesem grünen Carsharing kann jeder CO2 sparen und das Klima schonen. Es war super spannend für mich, sehr interessant. Und jetzt noch schnell aufladen und weiter geht's.